Paulina, nicht googeln jetzt, ne? Mein Gehirn ist eine einzige Suchmaschine und ich auf der Suche nach der Antwort. Es gibt drei Dinge, die waren vor Corona so... Und jetzt auf einmal ist es mega der Shit. Das ist erstens Kochen, alle kochen. Zweitens Puzzle spielen. Why? Und drittens generell Spiele spielen. Brettspiele, Online-Spiele, Hauptsache spielen. Weil Puzzeln und Kochen auf diesem Kanal einigermaßen sinnlos ist, haben wir uns gedacht, spielen wir. Und das tun wir heute mit Paulina und Laura vom Podcast Mordlust. Hallo ihr beiden. Hi. Hi. Wir haben uns für euch was ganz Besonderes einfallen lassen. In eurem Podcast geht es ja um wahre Kriminalfälle. Mhm. Und ich werde euch Kriminalfälle präsentieren, die ihr lösen müsst. Okay. Wir finden heraus, ob ihr euch, euch auch als Ermittlerinnen eignen würdet und wofür so ein Otto Normal Tatort 90 Minuten Zeit hat, habt ihr halt, weiß ich nicht, vielleicht eine Minute pro Fall, aber das dürfte ja für euch eigentlich kein Problem sein. Dürfte nicht. Noch eine Herausforderung, ihr tretet gegeneinander an. Oha. Oh. Also wer von euch als erstes die Antwort weiß, kriegt einen Punkt und wer am Ende genannt und so weiter. Ja. Mhm. Seid ihr bereit? Mhm. Weiß ich nicht. Oh, ich liebe Spielen und ich will immer gewinnen. Und Laura, ach, das ist perfekt. Immer so was liebe ich. Ja, das, aber ja, das ist natürlich, das ist immer gemein, wenn einer so mega wettbewerbsorientiert ist und die andere Person so, ach, eigentlich egal, ach, Hauptsache dabei voll, gewesen. Genau, es ist voll unfair von Laura eigentlich, weil ich natürlich viel weniger Spaß habe, wenn sie sich nicht ärgert, wenn sie verliert. Laura, bitte streng dich mal so richtig, steiger dich mal so richtig rein jetzt. Ja, ich werde mich richtig heute ärgern, aber eigentlich habe ich ein bisschen Angst davor, weil... ich weiß, dass Paulina heute verlieren wird und was das dann für mich bedeutet. So, und genau dieser Pressure, den wünsche ich mir. Erstes Rätsel. Achtung. Ein Ehemann wird von der Polizei angerufen. Sie erzählen ihm, dass seine Frau getötet wurde und dass er so schnell wie möglich zum Tatort kommen soll. Er taucht 20 Minuten später völlig schockiert beim Tatort auf. Er war's. Und wird sofort festgenommen. Warum? Er war es, weil er wusste, dass der Tatort ist. Das hast du mir nachgerettet. Also hier, ich weiß nicht, das, auf jeden Fall war das so durchs Internet irgendwie, durch die Zeitverzögerung. Ihr wart zeitgleich, deswegen kriegt ihr beide einen Punkt. Na gut. Zweites Rätsel. Zwei Mädels treffen sich und gehen schön in so eine Eisdiele und trinken dort Eistee. Die eine der beiden. Es sind die Eiswürfel. Das Gift ist in den Eiswürfeln. Ich hab's gesagt. Paulina war zuerst. Scheiße. Was ist hier los? Hä? Habt ihr. Also, man muss dazu sagen, wir haben denen vorher nicht gesagt, welches Spiel wir spielen. Aber ihr kennt offensichtlich alle gruseligen Rätselgeschichten rund um Kriminalfälle und Morde. Es ist nämlich so, das muss ich jetzt allen anderen halt erzählen, für euch offensichtlich nicht mehr, weil es langweilig ist. Diese zwei Mädels trinken Eistee, die eine stirbt, die andere nicht, stellt sich raus, das Gift, weil die Eistees waren vergiftet, zumindest die Eiswürfel waren vergiftet, weil die eine hat super schnell getrunken, die Eiswürfel sind nicht geschmolzen, beim anderen sind die Eiswürfel geschmolzen und sie war tot. Wow! Also das Paulina, wissen wir, weil ich das Laura auch mal gefragt habe im Podcast. Ich hatte ihr das Rätsel schon mal gestellt, muss man fairerweise dazu sagen. Wow. Das erste kannten wir aber so nicht, oder Laura? Nee. Aber Paulina war trotzdem mit, ich glaube, 2,3 Millisekunden Weltrekord ähnlich. Jetzt erste mit der Antwort. Das heißt, Paulina führt 2-1. Wow. Drittes Rätsel. Ein Mann wurde in seinem Auto erschossen. Es gibt keine Spuren, die darauf hindeuten, dass sein Mörder im Auto war. Alle Fenster sind oben und es gibt kein Einschussloch im Wagen. Wie wurde der umgebracht? Er hat sich selber umgebracht? Nee. Okay. Der Mörder saß mit ihm im Auto? Nee, der saß nicht mit im Auto. Paulina, nicht googeln jetzt, ne? Okay, warte. Mein Gehirn ist eine einzige Suchmaschine und ich auf der Suche nach dem. Hat jemand vielleicht das... War das Verdeck offen? Es war ein Cabriolet? Laura, bumm. 2-2. Sehr gut.
Ihr seid viel besser, als ich mir das ursprünglich mal ausgedacht habe. Als ich diese Rätsel gelesen habe, dachte ich so, okay, diese Folge wird 44 Minuten lang. mega gut. Nächste Frage. Eine Frau wird tot im Central Park gefunden. Das ist, glaube ich, völlig unwichtig, wo das ist. Es hätte auch in Bottrop sein können. Lasst uns Bottrop sein. Eine Frau wird tot in Bottrop gefunden. In ihrer Jackentasche finden die Ermittler einen Zettel, auf dem folgende Zahlen stehen. Ihr müsst die jetzt mitschreiben, weil es ist wichtig. Folgende Zahlen stehen auf diesem Zettel. Mhm. 149 1011 149 1011. Habt ihr es aufgeschrieben? Ja. Es gibt folgende Verdächtige. Jason, typische Name aus Bottrop. Jason, Miranda, Joe und Timmy. Die Polizei weiß sofort, wer die Frau getötet hat. Ihr auch? Das ist nämlich mega kompliziert. Oh Gott. Also ich versuche irgendwie diese Zahlen mit den dazugehörigen Namen in Einklang zu bringen. Ja. Ja. Was machst Jason, du? Miranda, Joe und Timmy. Moment. Nee. Paulina löst irgendwelche... Alles zusammen und dann hat man den Anfangsbuchstaben des Namens. Also ich glaube... Es ist Miranda. Du musst sagen, warum. Es ist falsch, sagt er. Es ist falsch, ich möchte trotzdem wissen, warum. Ja, gut, dann sag ich jetzt. Dann möchte ich ich möchte die blöde Erklärung nicht sagen. Lieber nicht sagen, warum ich denke, dass es Miranda ist. Soll ich sagen? Ja natürlich. Sonst glaube ich jetzt einfach, ich denke, es ist Jason. Und dann bleiben die zwei aber übrig. Wenn es eine Erklärung auch gibt. Okay, meine Erklärung war einfach nur, weil Miranda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Buchstaben im Namen hat. Das ist korrekt. Und die Zahlenreihe aus 7 Zahlen. Ja, das wäre naheliegend, vielleicht ein bisschen zu naheliegend. Okay. Also es ist auf jeden Fall nicht richtig. Paulina, was machst du da? Ich sehe dich zählen. Rechnest du irgendwelche Kurvendiskussionen aus? Ja, das Ding ist, ich habe zu viel Escape Rooms gespielt und da muss man nämlich immer, da rechnet man ganz oft. Aber jetzt habe ich das umgesetzt und das heißt irgendwie sowas wie Adia. Weil du quasi die Zahlen mit der Position der Buchstaben im Alphabet und so weiter. Mhm. Ja, aber das ist nicht so dumm. Ah, okay. Es ist Jason, wegen Januar ist die 1, 4 ist der April, es ist der September. Wow. Slow clap. Ja, also, okay, es steht jetzt 3-2 für Paulina. Wir kommen zur nächsten Frage. Und zwar, ein Mann geht in eine Bibliothek, nimmt ein Buch aus dem Regal, schlägt es auf und findet in dem Buch 50 Euro. Danach bringt er sich um. Warum? Stand auf dem Schein etwas drauf? Das, was sonst auf einem 50-Euro-Schein draufsteht. Es hat niemand was handschriftlich draufgeschrieben. Nee. Hat er vorher eine Wette am Laufen gehabt, der Typ? Nee. Weil er weiß, dass er morgen sterben wird? Nee. Ist der 50-Euro-Schein wichtig für die Erklärung? Nee, aber es könnte euch zur Lösung bringen. Also es ist schon... 50 Euro sind, ist die Drohung für ihn, dass er umgebracht wird? Nee. Hat er im Lotto gewonnen? Nee. Ist es wichtig, dass das in der Bibliothek spielt? Auch das hilft. Also am Ende, wenn ihr die Lösung habt, werdet ihr sagen, ja, das war schon sinnvoll, dass es in der Bibliothek stattfand. So. Mhm. Und nicht... Ist das... Ja? Ist das Buch wichtig, in dem er das Geld findet?
Ja, was könnte das denn für ein Buch sein? Ist das die Bibel? Nein. Ist es ein Wörterbuch? Nein. Ist es ein Finanzbuch? Nö. Ist das ein Krimi? Ist es ein Gästebuch? Okay, ich schränke das ein, weil ich glaube, das könnten wir jetzt unendlich weiterführen. Ist es Harry Potter? Es geht nicht ums Genre, sondern das Buch... Okay, ich will es nicht so verraten, aber es ist... Ja, es ist kein Roman oder so, sondern... Es ist nicht einfach nur irgendein Buch. Er zieht nicht willkürlich... Das ist mein Tipp. Er zieht nicht willkürlich irgendein Buch aus dem Regal. Ich glaube, ich weiß es vielleicht. Ja. Aber es kann auch komplett... Wie immer. Falsch sein, ja? Also es könnte richtig sein oder es könnte falsch sein. Das sind in der Regel die beiden Optionen. Okay, so. Und zwar, er hatte das Buch schon mal zu Hause oder ausgeliehen. Ja. Er hat den 50-Euro-Schein selber in das Buch gelegt. Ja. Aber hat es halt vergessen, beziehungsweise hat er es vergessen, weil er zum Beispiel an Demenz leidet oder an Alzheimer. Und seine Frau hat ihm vielleicht gesagt, du hast da den 50-Euro-Schein reingetan. Und er hat gesagt, nein, ich habe den da nicht verlegt. Ich habe den woanders hingelegt. Und dann ist er da hingegangen, um zu gucken, ob sie recht hat oder er. Und dann hatte er recht. Und dann hat er gesehen, dann hatte sie recht. Und dann hat er gesehen, oh, ich habe wirklich, mir geht's so schlecht. Bin so vergesslich. Ich muss mich jetzt umbringen. Er hatte sich das Buch aus der Bibliothek ausgeliehen, nämlich. Also, die Geschichte klingt sehr, sehr plausibel, ist leider falsch. Aber eine Sache stimmt, und zwar, er hat die 50 Euro reingemacht. Das ist schon mal der nächste Tipp. Okay, er hat die 50 Euro reingetan. Er hat das Buch rausgenommen, aufgeschlagen, und genau an der Seite, wo er aufgeschlagen hat, waren die 50 Euro? Ja. Also hat er... Also er ist irgendwie davon ausgegangen, dass diese 50 Euro weg sind, weil dann findet er sie wieder und das ist der Auslöser, warum er sich umbringt? Korrekt. Ja? Okay, dann hat er mit sich selber so eine Art Wette abgeschlossen, dass wenn er die da noch drin findet, nach 50 Jahren oder wie lang auch immer, dass er sich dann umbringen wird? Worauf könnte das denn zurückzuführen sein, wenn er... Weil er so traurig darüber ist, dass niemand diesen 50-Euro-Schein genommen hat. Es war das Buch, er hat das Buch geschrieben und hat gewettet, dass sich das jemand ausleiht aus der Bibliothek. Und er sieht, dass niemand das Buch sich ausleihen wollte. Sonst hätte jemand den 50-Euro-Schein rausgenommen. Das ist korrekt. Ja! Ich hab den Weg geebnet! Es ist halt wirklich so. Laura hat wirklich... Die ganze Arbeit gemacht. Wie immer. Ist das nicht am Ende wie immer, Laura? Machst du nicht auch beim Podcast immer alles? Alles, ja, immer, alles. Immer, und die Lorbeeren hat Paulina. Nein. Das ist genau die Aufteilung. Laura macht die Fleißarbeit und hier rattert es die ganze Zeit und ich sorge dann nachher für die logische Zusammenhänge. Ja. Du verwandelst einfach Elfmeter nach Elfmeter nach Elfmeter. Genau. Ja, da muss ich an dieser Stelle... Also es war einfach sehr gutes Teamwork, oder? Ja, wir sind halt auch am besten, wenn wir zusammenarbeiten. Offensichtlich, das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Trotzdem, auch in mir schlägt ja ein sehr, sehr kompetitiver Geist. Deswegen brauche ich an dieser Stelle für mein eigenes Seelenheil eine Gewinnerin. Und das ist halt Paulina an der Stelle. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Diese Geschichten waren natürlich alle ausgedacht, also im Prinzip Fake News. Wie man im wahren Leben Fake News erkennt, das hat euch Mr. Wissen2Go hier mal erzählt. Und MyLab erzählt euch, wie man einen Soziopathen erkennt. Da bin ich sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.